Es ist soweit. Nach über 6000 Kilometern und fast 3 Monaten Reisezeit stehen wir im ersten Stau. Unglaublich. Kennen wir gar nicht mehr. Nachdem wir nun von Isla Cristina quasi geflohen sind, sind wir jetzt in Chipiona gelandet und sind total glücklich. Der Platz besteht aus 2 Teilen. Einmal klassisch mit parzellierten Stellflächen, mit Waschhaus in der Mitte und allem, was man so braucht oder auch nicht braucht. Und der zweite Teil ist einfach eine riesengroße Fläche, wo man sich hinstellen kann, wie man möchte. Und in der Mitte 2 kleine Duschhäuschen und 2 kleine Toilettenhäuschen. Ich zeige euch das jetzt hier einmal. Das ist absolut das, was wir lieben. Wir stehen 200 Meter vom Strand entfernt, ein kleiner Privatstrand. Auch das ist wunderschön. Und dann geht hier am Campingplatz direkt die Via Verde los. Die werden wir jetzt gleich mal fahren. Wir müssen dringend was einkaufen. Ja, und ansonsten zeige ich euch das jetzt hier mal einmal. Das ist hier die Wiese. Da sind die beiden Waschhäuschen und 1 der Klohäuschen. Und dann geht man hier zum Strand. Ja, und da hinten an den Bäumen ist quasi der Rest vom Stellplatz. Und wie ihr seht, wir stehen hier mit einem weiteren Wohnmobil ganz allein. Ja, hier geht man jetzt in Richtung Strand. So, einmal hinunter. Vorne sind die Steine mit Muscheln übersät, die sind extrem scharfkantig. Deswegen muss man hier bei Ebbe richtig aufpassen. Unsere Gasflasche ist alle. Jetzt müssen wir erstmal los und neues Gas besorgen. Und? Nicht vergessen. Genauso wie den Aufkleber. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg und suchen die Tankstelle. Geschafft! Die neue Flasche ist auf dem Hacken-Porsche. 1,5 Kilometer waren zur Tankstelle und wir sind jetzt schon fast wieder am Stellplatz. So. Wir sind immer noch in Chipiona und nachdem wir die letzten Tage immer Richtung Chipiona gefahren sind auf der Via Verde, fahren wir jetzt mal in die andere Richtung, um mal zu sehen, was uns dort erwartet. Wir nehmen euch gleich mal mit. Und hier geht die Fähre nach Doñana ins Naturschutzgebiet. Ohne Straßen. Ja.
sind zurück. Wir waren jetzt in San Luca. Hin und zurück waren es ungefähr 17 Kilometer. Ein bisschen Gegenwind, aber selbst Maike hat es gut geschafft. Wir werden jetzt noch einmal baden gehen. Es ist schon merklich frischer heute. Wir sind auch gefühlt die Einzigen, die keine dicke Jacke anhaben. Aber jetzt einmal noch zum Abschied, wahrscheinlich im Atlantik baden. Wollen wir jetzt erstmal da runter gucken? Ja, das macht das Wasser wärmer. Oh, heute sieht es echt kalt aus. Ja, es ist schon frisch. Es ist verdammt kalt. Aber es ist keiner da. Und nur als Tipp, wenn man hierher fährt und baden möchte, sollte man sich eventuell Strandschuhe mitbringen, weil hier sehr scharfkantige Steine liegen. Und deswegen haben wir heute auch unsere guten Strandschuhe an. Sehr modisch. Ich habe noch keine nassen Füße. Ich auch nicht. Alter, Betty, ist das kalt. Guten Morgen und einen fröhlichen ersten Advent. Ja, von mir natürlich auch. Wir haben den 27. November. Die Sonne scheint. Für heute sind 20 Grad angesagt. Ja, und wir werden heute mit unserem Motorrad nach Cadiz fahren. Das sind gut 50 Kilometer von hier aus. Ja. Ja, die Stadt angucken und kleines Familientreffen. Meine Cousine und ihr Lebensgefährte kommen mit dem Kreuzfahrschiff dort an und die wollen wir dort treffen. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se hace acabo. Trata de festejar. Wir haben es geschafft. Ja. Wir sind da in Cadiz. Wir sind so durchgefroren. Es war so kalt. Ja. Ah, jetzt ist es gleich 10:30. Die Sonne scheint. Wir gehen uns jetzt irgendwie mal ein wenig hier umziehen, aufwärmen und dann gucken wir uns ein bisschen die Stadt an. Der Kreuzfahrer meiner Cousine liegt hier auch schon. Wir parken daneben. Genau. Zum Aufwärmen. Kaffee. Das hat was. Und das am ersten Advent. Ja, und hier ist die Festung. Und wie man sieht, Ebbe. Thank you.
mis deudas reciben perdón. Pago por el... Wir sind zurück. Wir sind auch schon wieder umgezogen. Ein herrlicher Ausflug nach Cadiz, aber auch richtig anstrengend. Es waren jetzt knapp 100 Kilometer und das auf unserem kleinen Motorrad. Da weiß der Po, was er getan hat. Oh ja, das war etwas schmerzhaft. Aber Cadiz ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Einfach wunderschön die Stadt. War und schön. Der erste Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Ganz genau. Es ist ja erster Advent heute. So, aber jetzt werden wir erstmal warm duschen und dann sind wir gleich noch eingeladen bei unseren Stellplatznachbarn auf ein Bierchen. Da gehen wir nämlich gleich mal hin. Also, bis dann. Bis tschüss. Dann. Tschüss. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Radtour. Wir wollen nochmal nach Chipiona. Dort ist ein Leuchtturm. Den sehen wir hier vom Wohnmobil aus immer. Da fahren wir jetzt nochmal einmal hin und gucken uns dann auch mal einmal ein bisschen im Hafen um. Einfach nur ein kleines bisschen Fahrrad fahren auf diesen tollen Radwegen, die es hier gibt. Die Innenstadt von Chipiona. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days. Das ist jetzt der Leuchtturm von Chipiona. Wir sind jetzt hier in Chipiona und hätten nicht erwartet, dass es so schön ist. Unglaublich. Aber schaut selbst mal. We are dreamers of the shore. Tja, und dieser strahlend blaue Himmel. Was braucht man mehr? Und das an Maikes Geburtstag. Prima ist das. Seven years now on this boat and we all know where we belong. Just wait. Ooh, wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us. So stellt man sich Andalusien vor. Palmen, weiße Häuser, Strand und ein wunderschöner Leuchtturm. Ja, nach 13 Kilometern sind wir schon wieder zurück. Haben auch nur 2 Stunden gebraucht. War eine wunderschöne Tour. Chipiona ist niedlich. Und es ist total leer und ausgestorben. Also ja, aber schön. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Wir werden morgen hier abreisen. Es war eine wunderschöne Zeit hier in Chipiona und diesen Stellplatz, den können wir eigentlich nur wärmstens empfehlen. Das ist einfach traumhaft. Aber das Wetter soll schlechter werden und wir sind ein wenig rastlos. Wir möchten einfach noch ein bisschen was sehen von Spanien. Ganz genau. Und dem ist eigentlich ein bisschen zuzufügen. Doch, wir beenden jetzt das Video an dieser Stelle. Okay. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls noch nicht geschehen, abonniert doch unseren Kanal. Wir würden uns sehr freuen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.